Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kapitel aus meinem Buch Befreit. Heute geht es um das wichtigste Kapitel aus meinem Buch. Ja, und ich atme schon, tief durch, weil es auch eins der emotionalsten Kapitel aus meinem Buch ist. Nämlich, wie aus deinem größten Schmerz dein größter Schatz wird. Und der Song dazu, der heißt Zeilen auf Papier. Und ich lese dir wieder ein kleines Stück daraus vor. Es beginnt auch so. Puha, dieses Kapitel hat es in sich, auch für mich, denn ich erzähle dir nun von meinem schmerzlichsten Lebenspunkt und meiner größten Herausforderung. Warum ich das tue? Weil ich nach dem Durchqueren der Wüste in der Oase einen Schatz auf mich gewartet hat und ich dir Mut machen will, nicht aufzuhören, nach dem Gold hinter deinem Pech zu suchen. Du wirst es finden, wenn du dich bewusst und mit der besten Absicht auf den Weg machst, deine Schatten zu erkennen, bewusster zu leben und dich aus deinen Ketten zu befreien. Ja, und mein allergrößter Schmerzpunkt ist die Beziehung zu meinem Vater. Und ich spreche davon in der Ist-Form, weil das Thema mich immer in meinem Leben begleitet hat. Begleitet und auch immer begleiten wird. Lange Zeit zunächst als Schmerz und jetzt als einzigartiger und riesengroßer Schatz. Und während ich diese Sätze schreibe und dir vorlese, sagt alles in mir ja und mein Körper entspannt sich. Ich möchte auch dich dazu ermutigen, dir deine großen Schmerzpunkte in deinem Leben anzusehen. Diese in Schätze und in Freiheit zu transformieren und stets mit offenem Herzen voranzugehen. Denn nur ein geschlossenes Herz kann zerbrechen. Ein offenes Herz ist durchlässig und liebt bedingungslos, auch und besonders sich selbst. Und mir war klar, je mehr ich meinen Vater ablehne und je mehr ich gegen ihn ankämpfe, desto mehr lehne ich auch mich selbst ab. Denn ich bin ein Teil von ihm und ich habe ein Lied über mich und meinen Vater geschrieben, das unser Verhältnis perfekt beschreibt. Es heißt Zeilen auf Papier. Und da mein Vater die meiste Zeit seines Lebens auf hoher See verbracht hat und mir unzählige Postkarten und Briefe geschrieben hat, die ich alle in einer großen Erinnerungsschatzkiste aufbewahrt habe, war es klar, dass dieses Lied Zeilen auf Papier heißen wird. Und das singe ich jetzt für dich. Ich kenne die Geschichten deiner Reisen. Dein Leuchten in den Augen, wenn du davon sprichst. Du kennst dich aus auf all den Meeren. Doch mein SOS erreicht dich nicht. Du auf großer Fahrt und ich bin hier und ich warte auf die nächste Flaschenpost von dir. Immer wenn du weg bist, weiß ich, wer du bist. Doch wenn du bei mir bist, zerbricht in mir ein Stück. Was ich hab.
Ich bin auch ohne dich groß geworden. Hab mir meine Zukunft aufgebaut. Und ich wart nicht mehr auf morgen. Hab mich mir selber anvertraut. Du auf großer Fahrt und ich noch hier. Doch ich schließe meinen Frieden mit mir und dir, mit dir. Immer wenn du weg bist, weiß ich, wer du bist. Doch wenn du bei mir bist, zerbricht in mir ein Stück. Ihr Lieben, kein einfaches Kapitel, aber ein sehr wertvolles. Und ich habe wieder für dich ein paar Fragen für deinen eigenen tieferen Erkenntnisprozess. Was ist dein größter Schmerz, deine größte Herausforderung in deinem Leben? Wer ist dein größter Arschengel? Und was könnte der unbewusste Seelenauftrag deines Schmerzes sein, der eigentlich deiner tiefen Befreiung dient? Ich freue mich wieder auf einen regen Austausch und auf deine Erkenntnisse und freue mich, mit dir verbunden zu sein. Und wir sehen uns im nächsten Kapitel. Und zwar Kapitel 6. Ja sagen zum Leben. Bis dann.